Hallo Freunde von Anabiski, Amen aus einem Miskifugium. 5 Minutes, Patient des heutigen Abends. Die Zuschauer wissen es, Octomore. Ja, ich habe vorhin noch mal auf die Schatulle drauf geguckt. Ich war immer davon überzeugt, dass sie sogar da mal Ultra Heavily Peated draufstehen hatten. Haben sie dann Ultra wieder abgeschafft? Ich habe da oben noch so ein paar Dosen stehen, sozusagen in meiner Privat. Wir sind ja hier privat, ne? Also in meinem privaten Zimmer, und ich war davon überzeugt, hier steht Super Heavily Peated. Und ich habe irgendwie Ultra Heavily Peated im Kopf. Naja, Super, Ultra, immer die ganzen neuen Versionen. Was mir auffällt, das ist mittlerweile alles gedruckt. Die Aufkleber sind nicht mehr, man kann sie nicht mehr abknibbeln. Dafür sind die Dosen immer noch verbeult. Und ja, das hieß mal der ein oder andere von den, ja, ich sag mal, Lady-Händlern, die sozusagen das eh schon beim Vorhinein auch letztendlich gut bekommen. Ja, ausreichend Flaschen letztendlich da. Es ist ja aufgedruckt, ich weiß das gar nicht mehr. Früher war da immer irgendwie 15.000, 18.000 Bullen. Sollte man eigentlich im, ja, The Impossible Equitation. Ja, hier sind noch ein paar Sachen. Aged 5 Years, meine Herren, ey. Also, hier drauf, ihr könntet jetzt ist das Licht da weiter auch noch reinscheinen, ist eine Schrift, ne? Die kann auch ich fast überhaupt nicht mehr erkennen hier. Also, ist das jetzt braun, ist das jetzt ein lila Ton, ist das ein Ockerton? Egal. Die Pulle ist schwarz, ne? Wie wir es kennen. Und dann hier so ein Blau drauf geschrieben. Bourbon Cask Type. Bourbon slash CC. Cognac Cask habe ich gelesen. Aber wenn man die Geschichten letztendlich hier auch so im Netz guckt oder auch das nachverfolgt. Ich habe das in der Vergangenheit immer gesagt. 15.2 haben wir. Die Punkt 2 waren eigentlich die gesamten Serien immer auch eine Weinfassgeschichte dabei. Jetzt könnte man sagen, Cognac ist ja Wein. Ja, nein. Aber auch hier ist wohl noch Red Wine auch mit drin. Ja, also von daher ist auch hier eine Rotweinnote letztendlich, die uns erwartet. Und ja, ich bin ein bisschen später dran, das ein oder andere ist ja immer so, dass ich, sag mal so, dass die kleinen Händlein, die letztendlich dann da über einen anderen Versorger oder Händler, Großhändler, letztendlich dann mal auch an so ein Whisky drankommen, da ein bisschen später sind. Aber bei uns ist das ja auch so, wir haben die Pulle offen. In einem Tasting ist das immer sozusagen hier der Scheidebecher für viele Leute. Und so habe ich die Pulle aufgerissen und wir gucken, was der zukünftige Scheidebecher letztendlich bei so einem Open Bottle Evening bei uns kann. 57,9% ist die Edition eben halt aus dem Jahre 2024 und wir haben PPM 108,2. Also gar nicht so hoch. Ich glaube, der Punkt 3 in diesem Jahr, der hat sogar 300 und ein paar kaputte. Ja, also der hat mehr. Aus dem 15.1 und dem 15.2, da ist die Geschichte der Gerste letztendlich, wie die gemälzt worden ist, mit Phenolanteil als super heavily peated, eben halt diese 108,2. Ich habe mir den einlaufen lassen, 5 Jahre. Ich sage doch auch mal, das ist eigentlich dann quasi eigentlich nicht nötig, dass man das da ohne Ende lässt. Ich habe heute mal kein trockenes Glas gehabt. Ja, also ich habe das ausgespült gehabt, weil ich vorher schon einen rauchigen Whisky letztendlich hatte. Und dann geht es zum Abschluss immer noch mal ein rauchiger Scheidebecher. Ne? Also so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Nase hier zu habe, aber mir hat schon mehr gezwackt in der Nase bei Octomore. Und wenn ich da dran gehe, also ich komme gut rein. Ja. Man hat einen Rauchton, aber ich bin jetzt nicht erschlagen, irgendwo, dass ich so, ich habe hier das super heavily peated letztendlich in der Nase. Also das ist jetzt wirklich hier Komoot. Ich rede ja auch immer mal gerne davon, ich bin rauchblind. Ja. Das ist so mit dem Laufe der Zeit, sag mal so, dass man. Es kann, es ist wirklich so eine Note, sag ich mal so, wo das Gehirn sagt, bong, ausgeswitcht und du, man ist sofort dahinter. Für mich ist hier die Rotweinnote. Also ich habe hier eine Rotweinnote. Wenn man da jetzt wüsste, ja, CC, Cognac Cask,
Den Cognac habe ich jetzt hier gerade nicht in der Nase. Ja? Also ich kenne von Bruichladdich eben halt Port Charlotte, da gab es den CC eben halt. Ne? Und da war schon so eine schöne Note drin, die war klasse. Ich hoffe, dass ich die vielleicht jetzt hier so im Nachgang letztendlich bei der Abfüllung habe. Erstmal gefällt mir das schon ganz einfach, deswegen habe ich meistens die Punkt 2 Abfüllung, dass der hier wirklich eine schöne, frische, weinige Note letztendlich auch mir hier so ein bisschen reinspritzt. Also das sind so, ja, rote Früchte, die kommen einem entgegen hier. Auch ein bisschen frischer. Könnte das jetzt nicht runterbrechen, ist es nur irgendwie so eine Himbeere, ist es eine schwarze Johannisbeere oder sowas. Nee, das ist mehr so ein Fruchtkompott, aber ein frischer. Der Spaß macht dran zu gehen. Das heißt also, ich lamentiere gar nicht lang rum. Ich gehe rein ins Longi, Leute. Das Schöne ist, oh ja, jetzt kommt mit Luft, ich sag das auch mal wieder, ne? Kaum, kaum, kaum Luft dran lassen. Der Rauch, Hammer, ereilt einen. Aber vorher, wenn man den in einem gut verschlossenen Munde hat, ja, merkt man wirklich, wenn man das ein oder andere Getreidige, ich sag jetzt bewusst Kilhomen, weil die für mich jetzt mehr auch mit den bewussten Getreidenoten arbeiten. Da ist Bruichladdich in einer größeren Masse unterwegs, dass ich sage, naja gut, das ist da drin. Aber die haben es schon mehr in der breiten Masse letztendlich auch bei diesen Noten da geschafft. Aber ich habe das jetzt hier eben halt drin. Wirklich so eine Getreidenote. Eigentlich mehr so ein. Also man fühlt sich wirklich in Kiln. Man denkt, man kaut auf den kleinen Gerstenkörnchen, die da gerade gemälzt worden sind, drauf rum. Man hat die Getreidenote im Mund, also so ein bisschen so dieses mehlige und dann auf, wow, ja, also wirklich, der hat auch, da müssen keine 302 ppm sein, die 108, die sind hier seit langem mal wieder richtig ein Wuff-Effekt bei mir. Schön, der bleibt. Und ja, ich sage, das ist der Scheidebecher, ne? Also danach kriegt man, glaube ich, den Rauchmoment, den man hier bekommen hat, sehr schlecht mit einem anderen Destillat wieder weg. Also von daher, ja, ist der letzte Dram des Abends dann sozusagen. Ne? Und ja, ich habe ja jetzt diesen Rauch hier im Mund. Ne? Ich glaube, das hat schon mal einer gesagt, aber das fällt mir jetzt erst wieder ein. Also nicht, dass ich das wiederhole, ja, aber ist Tatsache, die Weinnote ist weg. Unglaublich. Kriege ich nicht mehr raus. Ich habe es ja vorhin noch gehabt, diese weinige, die einem wirklich in die Nase gesprungen ist, die ist weg. Boah, ich glaube, das war vor langer, langer Zeit. Das kommt jetzt wieder so. Wann ist das im Sommer gewesen, dass das probiert worden ist? Hat der, glaube hier der Friendly Mr. Z, der hat das genauso, glaube ich, gesagt, mit dem Schlüter oder zusammen. Ne? War irgendwie bei Schlüter, war der, glaube ich, da. Ne? Weg. Also die Weinnote habe ich nicht mehr. Ausgeblendet. Und ich habe vorher schon Rauchwhisky gehabt, also das ist jetzt hier nur, das ist der eigene Whisky, der sich sozusagen diese Note wegnimmt. Vom Geruch her. Mir jetzt auf jeden Fall. Da kann man ja gar nicht glauben, ey. Also das ist ja. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Wasser. Jetzt noch mal ja auch den Rauchertest hier quasi, ne? Ist eine schöne getreidige rauchige Note da. Erinnert mich mehr wieder so ein bisschen an Kilhomen, ja.
Aber die sind ja nicht weit voneinander weg, die Distillerie, ne? Nee, kommt nie wieder. Kein Scheiß, ist weg. Wir gehen aber noch mal mit der Zunge dran, ne? Also ich habe jetzt hier, also dass ich jetzt sagen würde, oh, jetzt ist ohne Ende Rauch aufgegangen im Glas, da ich das ein bisschen, habe ich jetzt noch mal, ich mache noch mal ein, zwei Tropfen rein. Eins, zwei. Der Whisky hat ja 57,8%, ne? Also man muss ja jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich verwässere jetzt ja nichts. Also Leute, da könnt ihr sehen, ich habe jetzt die ganze Zeit hier rumgespielt und mit euch erzählt und gemacht und getan. Ne? Ist immer noch nicht so wieder da, dass ich die Weinnote habe, aber es kommen jetzt so Anklänge von anderen weinigen Noten wieder. Aber anders, total anders. Spannend. Das macht natürlich, sage ich jetzt mal, ein Octomore, wenn man sowas hat. Erlebe ich sowas sonst, so solche Geschichten mit anderen Whiskys? In der Form jetzt so gar nicht. Die hat man wieder, man hat durchlebt was und man geht wieder dran ans Glas und denkt so, oh ja. Ja, ist nicht mehr so, mir ins Gesicht springt diese wirklich diese Rotweinnote eigentlich quasi, so wie ich das schon fast gesagt habe. Jetzt kommt wieder so ein bisschen sowas Kribbelndes. Dann würde ich aber eher mal so in die Cognac-Version schieben. Kann man einfach sagen, da ist gut eingespeichert, da ist der gesamte Rachenraum ist Rauch. Fertig. Nochmal. Also der erinnert mich jetzt vom Mundgefühl, Zugabe von Wasser, so ein bisschen mehr so an den einen oder anderen dreckigen Kilhomen. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr aschige Noten, Lagerfeuernoten. Der Rotweinrauch kommt nicht wieder, der ist weg. Jetzt habe ich noch mehr Rauch im Munde. Rauch, 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 Rauch. Octomore halt, ne? Also doch, Alter, Herr Lipitis. So hoch muss der. Der. Ja, ich sag euch, das ist. Wenn sich die Novizen freuen, das ist der Scheidebecher 2025, weil da wird das dann letztendlich auch, wenn wir jetzt hier Ende 2024 haben, da fängt das an. Die können noch mal am anderen Octomore naschen und dann ist das demnächst der jetzt hier. Rauch, Rauch, Rauch. Mögt ihr sowas? Ist das für euch so oder so? Für mich ist das so. Mir gefällt er. Also von daher bin ich jetzt hier so auch mit der ersten Nase, dass da eben halt die Weingeschichte dran ist. Die ist definitiv da. Spannend, dass das eben halt nach einem ersten Schluck letztendlich quasi auf Wiedersehen ist. Habe ich so in der Form noch nicht bei einem Whisky gehabt. Einfach jetzt so erinnerungstechnisch, dass mir noch wiedergeholt worden ist. Ja. Und ja. Toll. Was haltet ihr von den Octomores? Mal ab davon, dass die Preise gaga sind. Ja, auch das sehe ich ein. Aber das ist ja auch kein Whisky, den man jetzt hier so permanent irgendwie trinkt. Ne? Also das ist eine Geschichte. Ja, so der Scheidebecher am Abend eines Whiskyabends, sage ich jetzt mal so. Ne? Danach geht nicht mehr viel. Ist einfach so. Weil Rauch eben halt alles einnimmt. Aber das ist ein schöner Ausklang von so einem Abend. Von daher kann ich mich nur von euch verabschieden, würde mich über einen Daumen hoch freuen, den Kanal abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Ja, es kommen die ein oder anderen Videos immer wieder am Mittwoch, sprich am Freitag dann mal ein extra Video und ich würde mich freuen.
euch das ein oder andere mal wiederzusehen. Oder mal live im Weinhandel zu einem Tasting. Live ist immer noch besser. Bis dahin, Snoggio Armin.